Hey ho Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Madagaskar. Mein Name ist Fanta Not Dead oder einfach nur Fanta und ich würde sagen, wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar wollten wir Martys Flucht jetzt machen, aber ich habe mir überlegt, bevor ich Martys Flucht mache, gehe ich nochmal in den Souvenirshop und kaufe mir Souvenire. Komm rein und sieh dir unsere vielen einmaligen so, Verkaufsobjekte an. Kleidung und ich möchte für Marty einen Hut kaufen. Genau der Tag dafür, alter Junge. Und eine Brille. So, dann bin ich nämlich erstmal wieder pleite und dann muss ich erstmal wieder Geld zusammenschüffeln. So, und ich würde sagen, los geht's mit Martys Flucht. Ja? Ich habe Gerüchte über deine mutmaßliche Abneigung gegen die Beschränkungen deiner Zelle gehört. Kannst du das wiederholen? Anders? Du willst raus? Ja, das will ich. Willkommen auf dem Weg zur Freiheit, mein monochromer Freund. Ich bin hier, um dich rauszuholen. Du musst nur immer ganz in meiner Nähe bleiben und keine Panik. Nur eine Frage. Wenn wir uns rausschleichen wollen, ohne dass die Wärter es bemerken, warum schreist du dann so? Das ist eine hervorragende Frage, Stripes. Ich komme darauf zurück. Die Lage ist folgende. Der Zoo ist durch eine Reihe fest verschlossener Tore komplett abgeriegelt. Jeder Schlüssel öffnet das Tor mit dem dazu passenden Tiersymbol. Verwende die Schlüssel bei den Terminals, um das Tor zu öffnen. Das erste Tor, das wir öffnen müssen, ist das Straußentor. Der Straußenschlüssel befindet sich im Schuppen eines Zoopflegers, in den man nur durch einen schmalen Durchgang gelangt. Du kannst noch nicht kriechen, aber das macht nichts. Drei unserer Agenten haben Powerkarten reingeschmuggelt. Die werden sie dir der Reihe nach geben. Sammle alle drei, dann kannst du in den Schuppen krabbeln und den Schlüssel holen. Jetzt folge mir zu Darnell, dem ersten Agenten. Okay, ich würde aber sagen, bevor wir... Ja, jetzt warte doch mal. Ich würde aber sagen, bevor wir zu Darnell gehen, gehen wir erstmal hier rein und nehmen diese geheimnisversteckte Münze mit. Ich habe ja gesagt, ich werde in Level, wo ich weiß... Nee, habe ich das gesagt? Auf jeden Fall in Leveln, wo ich weiß, wo alle Münzen sind, werde ich auch alle Münzen mitnehmen. Und hier in den Level, da kenne ich alle Münzen, beziehungsweise ich weiß, dass man sie alle ganz einfach kriegen kann, wenn man genau hinguckt. Ist es jetzt Zeit für meinen besonderen Trick? Darnell hier bewahrt seit Tagen eine Powerkarte in seinem Bauch auf. Der Plan ist jetzt, dass er sie ausspuckt. Du brauchst diese Karte und noch zwei andere, um die nächste Fähigkeit zu erhalten. Du bist dir sicher, dass er sie aus seinem Mund ausspuckt, oder? Marty, das wollen wir doch hoffen. Okay, es geht los. Das Lustige ist, die war gar nicht in seinem Mund, also von Aussehen zumindest her nicht. Die war irgendwie einfach nur neben ihm gelegen. Sagt er noch was? Such die anderen Agenten auf, Marty. Das Kamel und das Nashorn. Okay, mach ich. Alles okay. So, die kleinen Heubolien hier müssen wir kaputt machen, weil da sind immer Münzen versteckt. Hey Nick, Skipper sagt, du hättest vielleicht etwas für mich? Da hat er recht. Ich habe, was du brauchst. Oh je, eine Sammelkarte. Und zwar die Nummer 2. Und ich würde sagen, den Wärter, den machen wir mal kaputt. So, da ist noch eine Münze. Überall gucken, wo Münzen sind, weil ich will keine vergessen. Nicht, dass ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen muss. Das wäre nicht so geil. Weil das habe ich damals schon gehabt und nochmal will ich das einfach nicht haben. So. Hey, ich suche... ist mit dir alles in Ordnung? Ja, Mann, mir geht's großartig. Nur, ich habe halt dieses Horn, weißt du. Und daher muss ich einfach auf alles losstürmen. Aber ich greife nichts Bestimmtes an. Nur so generell. Das ist alles Instinkt. Ich habe keine andere Wahl. Das ist mir im Moment ein bisschen zu hoch.
Ja, kein Problem. Ich weiß, warum du hier bist. Du willst eine Powerkarte. Also, hier ist sie. What the fuck? Wie aggressiv ist der denn bitte? Neue Fähigkeit. Kriechen. Geil, wir haben Kriechen erlernt. Wenn du die Fähigkeit Kriechen hast, solltest du dich wahrscheinlich wieder mit deinem Pinguinfreund treffen. Da ist er ja. Kriech durch das Loch. Okay, wie mache ich das? Es gab da irgendeine Taste. Ah, die C-Taste war es. Gut. Hervorragend. Jetzt, wo du den Schlüssel hast, folge mir zum gelben Tor. Okay, bin schon auf dem Weg. Willkommen in der Zone Strauß, mein monochromer Freund. Da drüben bisschen leiser. Ein Tor zur Zone Affe. Ist okay. Mit diesen übergroßen Vögeln und finde heraus, ob sie etwas wissen. Fühlt sich gut an. Nächster Treffpunkt ist an der Landezone. Okay. Also bis gleich. Kannst du noch irgendwas sagen oder willst du mir noch irgendwas sagen? Den nächsten Schlüssel, den du brauchst, findest du in der Zone Vogel. Du kommst dorthin, indem du durch einen Tunnel am gegenüberliegenden Ende des Innenhofs kriechst. Ich treffe dich dann dort. Okay. Also, bis gleich. Vorsicht! Ja, ich bin schon vorsichtig. Ich brauch dir keine Sorgen machen, Mio. Und Tor! Nimm das! Lustig ist, die Wärter müssen sich doch fragen, wo der Kollege steht, der hier stand, ne? Und eigentlich müssten die mich ja sehen. Nein, sie sehen mich nur innerhalb des Lichtbereiches. Finde ich ein bisschen lustig gemacht. Also, ja, ganz geil gemacht bei dem Spiel. Ohne Scheiß. Oh ja, das fühlt sich gut an. Und so! Nimm das! Da ist noch eine Heulboidie, die ich gerade entdeckt habe. Da könnte nämlich noch ein Dingens drin sein, deswegen gehe ich da mal lieber zurück. Oh ja. Jo, noch eine Münze. Gut an. Ich muss immer gucken, weil ich will keine Münze, wie gesagt, auslassen. Und das wäre schon scheißen Dreck, wenn ich eine Münze vergessen würde. Dann müsste ich nämlich den ganzen Weg nochmal zurück. Zone Vogel, wey, dann wollen wir mal dahin. Oh, ist das anstrengend. Mann, dieser Pinguin hat es echt einfach. So. Nimm das! Au! Benutze deine Fähigkeit Kriechen. Du kannst dich hinter den Hecken da ducken und die Wärter können dich nicht sehen. Okay. Ich bin dann auf der anderen Seite dieses Vorsichtigs. Ja, ist ja gut, ey. Du brauchst nicht gleich rumjammern. Ich lass mich doch nicht sehen. Vorsichtig! Aus. Vorsicht. Perfekt. Sag's nicht, ich habe alles schon mal gehört. Was alles schon mal gehört? Sehr witzig. Ja, meine Nase ist etwas riesenhaft und ja, ich leide sehr darunter. Das ist ein ernster medizinischer Zustand, von dem meine ganze Art unterschiedlich stark betroffen ist. What the fuck? Ja, ich lasse mir die Nase richten und dann werde ich dir ganz sicher alle deine Makel vorführen. Beruhige dich, Kumpel. Ich mach mich nicht über deine Nase lustig. Ich will nur hier raus, ohne dass mich die Wärter sehen. Na gut, da du es nicht auf mein Selbstwertgefühl abgesehen hattest, verrate ich dir, dass du mit einem Tritt gegen die Lautsprecher die Safari-Geräusche einschalten kannst. Die Wärter verlassen dann ihre Posten, um nach dem Rechten zu sehen. Okay, danke. Nur mal so, du hast voll die hässliche Nase, ne? Nur, dass du Bescheid weißt. Hey, warum der ganze Aufruhr? Das ist ein Lautsprecher, der da Krach macht, ja? Und tschüss. So. Ah, jetzt sind wir hier. Jetzt verstehe ich. So, jetzt haben wir ja die Technik mit den Lautsprechern gelernt und die wendet man natürlich hier an. Also, wie geht man mit diesen Dingern um? Das ist ein Lautsprecher, der da Krach macht, ja?
So, hier einmal. Ach, verdammt. Das fühlt sich. So. Hey, warum der ganze Aufruhr? Weiß nicht, aber lauf mal ein bisschen schneller. Das ist ein Lautsprecher, der da Krach macht, ja? Und Tor! Ups. Das war nicht so. Besser, besser, viel besser. So. Schlüssel einmal da reinlegen. Aber bevor wir zu Zone Affe gehen, würde ich gerne hier nochmal alles abchecken, weil hier sind ja noch Heubolien und die würde ich gerne mitnehmen, weil wenn ich welche vergesse, wie gesagt, ja, bekomme ich nicht alle Münzen und hier will ich halt alle Münzen haben, weil hier kenne ich auch alle Münzen. Marty, komm her, leise. Ja, ist ja gut, ich bin ja schon ruhig, ey. Das fühlt sich gut an. Diese beiden Wärter sind uns im Weg. Auf der anderen Seite sehe ich einen Karren. Schleich dich um den Affenkäfig und setz die Wärter außer Gefecht. Jojo, das mache ich gleich, das mache ich gleich. Keine Sorge, das mache ich gleich. Nimm das! So. Vorsichtig, Stripes, vorsichtig! Und tschüss. Hey, Affen, was geht? Alles klar bei euch? Wollen anscheinend nicht mit mir reden. Kann man nichts machen. Hey, ich habe schon fast 60 Münzen. Okay, 60. Fühlt sich gut an. So. Erstmal den hier. Ausschalten. Da ist nix. Bam. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier nach unten und... Oh mein Gott, ein Videospiel. Freunde, ich würde sagen, ich mache hier einen Cut und beim nächsten Mal spielen wir erstmal wieder eine Runde Videospiel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.